Guten Morgen und herzlich willkommen. Stopp. Guten Abend und herzlich willkommen zu Vlog 164. Viel Spaß in eine ruhige Woche. Ich glaube, es geht viel ums Fräsen, um Maschinen. Ach, viel Spaß. So, hallo zusammen zum Vlog 164. Da muss ich schon wieder optimieren. Das Problem ist, vielleicht muss ich auch alles ein bisschen nachziehen mal. Der Fräser vibriert wie die Sau. Jetzt habe ich da Eiche gefräst, ja. Und jetzt sinkt der ab um 2-3 mm. Jetzt als erstes, diese Teile muss ich ändern. Also die an sich sind stabil. Hier unten. Ja, wackeln sie zu arg. Das ist Nummer 1, da habe ich schon so Blöcke gedruckt, da sind die richtig fest drin. Dann werde ich das wahrscheinlich ein bisschen einkürzen, dass es ein wenig runterkommt, damit es weniger gackelt und vielleicht, ich muss einfach alles noch ein bisschen nachziehen. Dann denke ich, funktioniert es ganz gut. Oh, oh, haben die Strom. Also insofern sollte das eigentlich ganz gut gehen, aber das Schlimme ist, ich habe jetzt schon voll Bock drauf, ne? Und die meisten haben mich ja vorgewarnt, dass ich eine Volksfräse bauen soll, und da habe ich jetzt ein bisschen gegoogelt. Man hat ja Zeit, ne? Über Weihnachten, und anstatt eine Volksfräse wird es wahrscheinlich eine Print-NC, also weil auf Dauer wird die zu leicht sein, das weiß ich jetzt ja schon. Und dann ist die Überlegung, da einen Laserkopf drauf zu machen, das einzuhausen und fertig. Und dann kann ich ja eure Kartons auch noch private labeln mit dem Laser. Das ist zwar aufwendig, aber ich habe da echt Bock drauf, dass das gut aussieht und dass das Spaß macht. Dass es mir Spaß macht und euch Spaß macht. Und deswegen wollte ich da in die Richtung auch noch was machen. Also das war nicht umsonst, sondern das war auch für mich so mal ein bisschen so ein... So eine Lernkurve, ja, wie das ausschaut mit dem Arduino-Controller. Fürs andere gibt es dann klar noch eine bessere Software, beziehungsweise bessere Boards, die auch größere Steppermotoren vertragen, weil die sind schon richtige Kavenzmänner. Und dann sieht es nämlich so aus, dass man da fast alles machen kann. Also auch Edelstahlfräsen mit anderen. Zwar nicht so schnell wie auf einer richtigen Planfräse oder so einer vertikalen Fräse, aber wir können Edelstahlfräsen. So ist zumindest der Plan. Das geht da nicht, das geht auch auf der Volksfräse nicht gescheit. Insofern war das, was war jetzt das untere für Schraube? Könnt ihr euch ja daran erinnern? 14, oder? Ich muss nämlich den Messerglanz wechseln. 14 war es, ja. Ich muss nämlich den Messer wechseln von meiner Kiste unten. Und wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich auch die Schneidscheibe. Da muss ich jetzt mal gucken. Also, dann bis gleich. So, jetzt habe ich direkt vergessen einzuschalten. Scheiße. Also, den muss man wieder drehen, weil der verschleißt auf der Seite. Und dass die neuen Messer sich nicht wieder genauso einschleifen. Also, da wird auch genug Material, ja. Aber dass sich die neuen Messer nicht gleich wieder so einschleifen, wird es mitgetauscht. Oder mitgedreht. Also, und was wichtig ist, Schrauben tauschen. Jedes Mal. Weil macht man es nicht, hat man viel mehr Spaß, wenn man eine rausbohren muss. Weil du kommst auch nicht gut hin. Dann
Holz. Schon mal. Die Blätter ist zusammen, muss man es mal runterfahren. Und dann Kreuz drauf. Da müssen auch überall diese Nutlocks wieder rein, ne? Damit sich das dann beim nächsten Mal schön löst. So, und wenn wir das richtig gemacht haben, so, fest. Und jetzt müssen wir hinten dieses Bypass-Ventil. Ich hoffe, dass wir es nicht zu arg verdreht haben. Ach doch, haben wir. Da hinten ist so eine Bypass-Schraube, die müssen wir uns jetzt wieder hindrehen. Eine halbe Umdrehung brauchen wir. Ziehen wir die wieder fest und dann haben wir ja da schon mal ein bisschen Getriebeöl geguckt. Das wollen wir jetzt auf jeden Fall nochmal auffüllen. Da sifft es ein wenig raus, da habe ich glaube ich die Dichtung nicht sauber gemacht. Scheiße. So, du bist da hinten. Das ist meine Verschleißanzeige. Wenn das da nach außen gewandert ist, dann zeigt auch dieser Sensor in der Biogas verschlissen an. Also im Prozent halt, ne? So, Deckel drauf und dann geht's weiter. Ich bin in der Biogas unten und ich muss euch ja noch ein kleines Status-Update geben. Also passt auf. Seht ihr was? Seht ihr was? Ne, ihr seht noch nichts. Jetzt wird's Tag, oder? Und wie viel Platz da auf einmal drin ist? Und was da an Gas kommt? Unglaublich. Genau, das was ihr da oben seht. Also hier, warte mal, hier das Netz, das ist praktisch der abgelagerte Schwefel, der durch das Einblasen von Sauerstoff sich ablegt. Jetzt ist das so bei uns in dem großen Behälter, da wo ich jetzt davor stehe, da gibt es keine Einblaseeinrichtung mehr. Die gibt es eigentlich nur, also mehr gab es noch nie, die gibt es eigentlich nur im Vermender und im Nachgärer. Und reicht vollkommen aus, um auf einen Schwefelgehalt im Fermenter so auf 20 ppm,
also Parts per Million zu kommen, und es ist sehr gering. Hängt aber auch mit meinem dauerhaften Rühren zusammen. Also, dass ich ständig ganz, ganz langsam rühre, dann bleibt es, also meine Vermutung ist, es bleibt im Substrat. Genau, und jetzt hat tu mal fräsen, und ich zeige euch vorher noch schnell was anderes. Ich habe nämlich für meinen Drucker, habe ich mir das einfach so eine Kiste oben drauf geknallt. Die ist aber relativ dünn und verliert ein bisschen Wärme. Und jetzt gerade beim ABS und ASA drucken brauchst du ja Wärme. Und dann habe ich mir jetzt da was zusammengeflickt. So, jetzt passt auf. Ist super, auf unserem Betrieblicht so viel rum. Da kannst du 5 verschiedene Sachen noch bauen, echt. So, gib mal Obacht. Ist zwar gepfuscht, aber es ist schnell gepfuscht. So, pass auf, und zwar meine Plexiglasabdeckung, die schleife ich da noch ein bisschen ab, dass die sauber aufliegt, aber mit der Kreis sehr schnell runtergeknappt. Die ist jetzt verleimt. Jetzt schauen wir mal, beziehungsweise wie nennt man es? Versilikoniert. Und dann habe ich in der Molkerei, glaube ich, noch ein Thermometer rumliegen. Das stecken wir da irgendwie rein. Da auf der Seite, dass ich dann immer so einen kurzen Überblick über die Temperatur habe. Und ich klebe mir das auch noch ein. Und dann müssen wir da hinten noch irgendwo ein Loch bohren. Und zwar geht da das Filament durch. Und so habe ich dann einen kompletten, enclosed 3D-Drucker. Das funktioniert jetzt mit der Kiste schon ziemlich geil, aber da geht weniger Wärme durch, denke ich. Das ist ein wenig niedriger, und dann kann er wieder unter den Schreibtisch schieben und den ganzen Tag drucken lassen. Sau geil. Ach, macht das Spaß. Und da haben wir jetzt auch schon was überlegt. Und zwar habe ich zu wenig Platz. Ich habe gesagt, dass es recht rumwackelt wie ein Hunzerschwanz. Jetzt waren das diese Teile, die noch übrig waren. Und zwar werde ich mir die hier außen hinmachen mit diesen Teilen. Das heißt, ich habe da nochmal eine Aussteifung vom Rahmen. Und dann denke ich, komme auf eine ganz gute Steifigkeit. Was wir mal gucken müssen, ist, ich muss hier wahrscheinlich die ganzen Schrauben an der Spindel nochmal alles ein bisschen nachziehen. Weil die hat so vibriert, dass der Schritte verloren hat. Und dann sackt es nach unten durch. Ah ja, aber das Schlimme ist, das macht Bock. Im Sven habe ich es immer drüber, ich habe Gas, Gear Acquisition, wie heißt das jetzt? Gear Acquisition Syndrome? Ah, wartet mal, das muss ich googeln. Moment, heißt es so? Moment, ich muss jetzt schauen. Gas, Gear Acquisition Syndrome. Habe ich in schwersten Ausmaß, glaube ich. So, guten Morgen zusammen. Da habe ich gestern Abend noch gedruckt wie ein Wilder. Zeige ich euch auch noch schnell die Verbesserung, die ich am Drucker gemacht habe. Und jetzt haben wir die Kleinigkeit hier. Und zwar wir brauchen einen Einlauf für die Milch. Und zwar von unten. Problem war hier, die Italiener haben recht schmutzig geschweißt. Das werde ich jetzt komplett auftrennen, und dann werde ich das davon draufsetzen. Müssen wir schauen, ob wir so genug Übergänge haben. Wie das halt immer so ist, fehlt ja dann immer. Also, jetzt wird es auf jeden Fall erstmal aufgetrennt, und dann schauen wir weiter, was wir da hinkriegen, damit wir in der Molkerei da ein bisschen weniger Stress haben. Genau! So, jetzt müssen wir kurz gucken, was der Pasteur macht, weil der reinigt jetzt gerade noch vor. So, jetzt ist jemand anders dran Zugriff da. So, lass mich mal schnell. So, reinigt, passt.
So, Schutzbrille. Haben die Kinder irgendwo verschleift? Ich muss jetzt oben noch schauen, die ist zu groß, viel zu groß. Ich muss jetzt oben noch mal schauen, ob wir da noch mal eine bessere Größe haben. Dann bis gleich. So, wir haben fast alle Teile, die wir brauchen. Noch sauber entgraben hier die ganze Soße. So. Das Einzige, wo wir ein bisschen an Scheiß haben, ist hier. So, da haben wir ein bisschen Luft. Aber das schweißen wir zu. Da nehmen wir Fülldraht und fürs andere nehmen wir kein Fülldraht. Jetzt punkten wir das Ganze mal an. Und dann muss das laufen und passen und überhaupt. Es schaut gar nicht schlecht aus. Also wie wenn's ein Pfuscher machen will. So schaut's aus. Das erste, was ich mir mit einer CNC-Fräse, ist ein Stuhl zum Schweißen. So, was haben wir Materialstärke? Ich würde jetzt mal sagen, wir machen 25 Ampere pro Millimeter Schichtdicke. Zwei Hammer, machen wir mal 60 oder so. Und da hinten haben wir so um die 10 Liter Durchfluss, also das könnte auch passen. Irgend so ein Zipfel hat meine Schweißhandschuhe. Das geht ja mal gar nicht. Oh, da stehe ich wieder wie ein Blindfisch davor. Sind die Mini. Das sind gar nicht meine. Ich glaube, die haben mir unsere Polen da gelassen. Kann das sein? Ich glaube, das kann sein. So. Da hat schon wieder jemand das Schweißen verlernt.
Wenn das Pfuschen in der Früh schon anfängt, echt. So, ich mache jetzt auf Fast Forward, dann seht ihr mal die Pfusche nicht so arg. Ich will es euch gar nicht sagen, aber pushen kann ich. So. Schön ist es nicht. Aber läuft. So, ich gehe jetzt frühstücken, dann mache ich es fertig. Und dann schweißen wir noch das Rührwerk. Hey, das ist Michis Bastelbude. Da hört es weh. Mei, habe ich mir jetzt die Gitter verbrannt. Scheiße, echt. Was ist denn jetzt da mit der Matz? Ständig geht sie wieder aus. Obwohl nur Akku drin ist. So, da holen wir uns jetzt noch einen Polierkopf. Also jetzt wird das schon von außen nochmal durchgeschweißt. Wenn es sauber formiert ist. Und dann polieren wir da die einen Stellen noch ein bisschen raus. Und dann sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Hoffe ich. Also. Ich muss mal schauen, was das liegt, dass das ständig ausgeht. Bis gleich. So, jetzt muss ich euch was zeigen. Und zwar eine etwas angeschlagene Lady im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe gestern eingestreut und dann irgendwann tut es rumsah an der Schaufel unten. Und ich habe das gar nicht gecheckt. Ja, schau das mal hier an. Ja, na, du mein Gute. Ja, oben alles. Das sah nicht toll aus. Aber was willst du da machen? Die ist unten gegen die Schneide. In dem Moment, also wie die Kühe halt immer so sind, mit Vollgas dagegen gerutzt. Und wir haben uns schon gewundert, wo hatten die sich aufgeschlagen? Das gibt's doch nicht. Also eigentlich im Stall ist alles so gemacht, dass eigentlich nichts passieren kann. Aber da hat kein Mensch dran gedacht. Ne?
Aber weißt du was? Das mach ich schon wieder. Spätestens im Naja, ja. Wollte ich euch ein kurzes Status-Update mal geben hier. Schaut echt böse aus, wird es auch so. Auf 7:30. Ist halt immer scheiße sowas. Naja, aber was willst du da machen? Du kannst nichts machen. Jo, das war ein kurzes Status-Update aus dem Stall. Dann bis gleich. So, ich melde mich zum letzten Mal aus diesem Jahr aus der Werkstatt. Ich mache jetzt noch kurz ein bisschen was von meiner Mostly Printed fertig. Die neuen Eckhalterungen mache ich diese, kennt ihr diese Muttern? Also du kannst das so einschmelzen, das ist total geil. Ich weiß gar nicht, wie man das richtig nennt. Warte mal, wie nennt man das? Also auf jeden Fall tust du praktisch mit dem Lötkolben die Muttern so einschmelzen ins Bauteil und dann hebt es relativ gut. Aber der Michael, der knackt ein bisschen zu weit, nein. Es wird jetzt in Zukunft noch ein paar Mal solche Videos geben. So, schön. Und zwar, ich habe ultra Bock drauf, mir noch eine größere Fräse zu bauen, das habe ich ja schon gesagt, ne? Wenn du das einmal angefangen hast, dieses Fräsen, dann gibt es da kein Halten mehr, echt. Ich glaube, ich muss für den Sven dann auch gleich eine mitbauen, na Sven? Oder? Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Bock habe ich. 220, ich habe mir vorhin die Durchbiegung errechnet. Da gibt es so coole Programme online, ja. Da gibst du halt die Daten des Trägers an und sagst, was für eine statische Last du in der Mitte maximal drauf hast. Aber da. Und dann errechnet er die Durchbiegung. Jetzt weiß ich aber auch nicht, ob 0,05 mm Durchbiegung als Maschinenbauteil viel oder wenig sind. Ich habe keinen Plan, aber ich gehe mal davon aus, dass es wenig ist. Und das ist für meine Art von Bau von Teilen, die ich fräsen will, wie Schilder und solche Scherze, ja, dass das mehr als ausreichend ist. Muss. Alter, wo haben wir hier noch Teile? Irgendwas fehlt. Ach, da hinten. Der Lötkolben. Was ich euch ja noch nicht gezeigt habe, ist, ich habe mir in meinen 3D-Drucker LED-Beleuchtung eingebaut. Unterbodenbeleuchtung. Ich habe natürlich, weil ich geizig war, keine RGB LED-Stripe geholt, sondern einen normalen, weil ich eine ganz einfache, schnelle Ansteuerung wollte. Mit einem Knopf unten, den habe ich in die Bodenplatte rein. Ich glaube, das habe ich um 23:30 in der Nacht gemacht. Habe ich am Esstisch in die Bodenplatten reingebohrt. Und die Steffi hat daneben geschlafen. So. Pass auf. Das sieht doch schon mal gut aus. Das Einzige, was echt scheiße ist da an der Fräse, aber da muss ich nochmal gucken, ist einfach die Geschichte, dass hier die zu arg vibriert. Aber das kriegen wir jetzt noch fest, sobald diese Stangen da auf der Seite drin sind. So, dann bis gleich im Stall. So, guten Morgen, liebe Sorgen. Und ein herzliches 2022 wünsche ich euch. Gutes Gelingen. Die zwei Helden, den haben wir jetzt reingesperrt. Die Hütte ist noch viel weiter nach hinten. Und wisst ihr, wie er rauskommt? Er nimmt Anlauf auf dem Hütchen und springt über den Zaun. Willst du da noch was sagen? Und gestern, als der Feuerwerk war, sind mir die Kinder dahinter gelaufen und dann sind die zwei Gesellen nachgeschossen, ne? Na Hund. Hündchen. Hundi, Hundi, Hundi. So, jetzt müssen wir schnell für die Kälber noch vorbereiten. Die Milli. Thank you.
ganz geil, unser Kälbertaxi. Also die Landwirte kennen das meistens alle, aber für die Nicht-Landwirte und unsere Zuschauer, ja. Das Kälbertaxi macht eines, und zwar heizt die Milch auf die Temperatur, die wir haben wollen. Ja? Der Rührwerk drin, der Heizboden ist unten drin. Und dann heizen wir das, also alle 5 Sekunden, glaube ich. Für 2 Sekunden, nee, alle 10 Sekunden für 2 Sekunden. 41 Sekunden Pestizidtemperatur und 28 Grad haben wir jetzt da drin. Und das Gute ist, wir gehen jetzt da weiter, machen unsere andere Arbeit und dann ist die Milch so warm, wie wir sie brauchen und können sie drin verdrängen. So, da ist die spezielle Kälberliste. Von oben nach unten. Da haben wir zwei mit Bülterchen, die haben ein bisschen Durchfall. Und dann geht's ab dafür. Genau. Und unserer Spezialkuh geht's eigentlich gar nicht so schlecht. Die ist wieder fit, aber die hat sich halt richtig mal einen Schnitten aufgedonnert. Ne? So, jetzt sagen wir dem noch, wir haben da oben alle geleert. Passt aber prima. So, nächste Kuh kommt. Ich würde immer zwischenreinigen mit der Dampf-Zwischendesinfektion. Meier, ist das ein Beef heute. Ui. Aber es geht. Jetzt zum Beispiel Biogas füllen und unseren Fütterungsroboter füllen. Und dann haben wir es ja schon fast geschafft, dass wir den ersten, nee, stimmt nicht, den ersten Kaffee habe ich schon in 2022. Trinke ich immer im Bett, jeden Früh. Das ist der Luxus, den ich mir immer rauslasse. Also, dann bis gleich. So, was macht ihr gegen Feiertags? Cholera? Ja, heute ist heute noch Feiertag? Nee, heute ist gar kein Feiertag mehr, heute ist bloß Sonntag. Das Beste daran ist, passt auf, ich habe mir doch das, da diesen Werkzeughalter noch gedruckt, da muss ich noch ein paar drucken. Aber das Geile ist, ich bin ja 1,90, ne? Wenn ich die da hinmache, dann sind das meine Werkzeuge und genauso machen wir das jetzt auch. Halt alles andere. Wäre doch nichts. So, jetzt brauchen wir bloß noch Schrauben dafür. Woher nehmen? Immer dasselbe. Immer dasselbe. Du hast da gerade einen Winkel gelegen, muss es jetzt halt ohne Winkel hinschrauben, nicht da. So sieht das ganz gut aus. Jetzt brauchen wir da noch so eine Werkbankbeleuchtung irgendwie. Das wäre noch ganz geil eigentlich. So ungefähr muss es. Ach Gott, hier muss ich ja hin. So, jetzt brauchen wir noch einen anderen Bit. So peu à peu. So, ich mache das noch aus hier. So, schon mal so was. Sieht doch ganz gut aus, würde ich sagen. So. Tipptopp.
Mega! So, jetzt machen wir einen anderen gleich daneben noch. Echt? Brauche jetzt für eine Schraube einen anderen Bit oder was? Meine Herren, Gesangsverein. So, so machen wir das. Abstand nochmal frei, Schnauze. So. So, wie sieht es hier aus? Ach halt, der geht ja noch nicht. Weil ich da diesen schicken Halter dran habe. Da hier. Aufgeräumt! Das passt optimal. Das ist mega. Da brauchen wir auch einen großen Bauteilhalter, einen hohen und von anderen einen hohen, dann haben wir da schon mal unser ganzes Zeug weg. Also heißt noch zwei solche drücken. Was ist mit der Flex da? Die Flex, da geht der flache. Ein flacher und zwei hohe noch. So, ich habe ja da noch so einen alten Milwaukee. Das sind die Kohlen oder was auch immer kaputt. Weiß jemand, ob man das selber machen kann? Ich habe keinen Plan, echt. Keinen blassen Schimmer davon. Ha! Ah, weißt du was? Ich glaube, das liegt nicht an den Kohlen. Das liegt eher da dran. Ich glaube, der Schalter. Ich glaube, der Schalter ist da im Eimer. Den muss ich wohl mal machen. Also, das heißt 1, 2, 3 hohe, einen niedrigen. Geil, jetzt haben wir zwei Akkus. Mega! So, jetzt wird's besser. Na, sag mal. Vielleicht sollten wir eine kleine Bohrmaschine nehmen. Oder vier Hände haben. Das war halt innen super, ne? Da hat die Luisa eine Seite angehalten, die andere haben wir geschraubt. Also ein bisschen windig ist schon gedruckt, das gebe ich schon zu. So, scheiße, das hätten wir jetzt nicht machen sollen. Ich muss ja da unten noch hinschrauben. Fuck off, ey. Oh Mann, wirklich einmal nachdenken vorher, ey. Einmal nachdenken spart viel Zeit.
Aber mach kürzere Videos. Was willst du machen? So, dann machen wir halt erst die anderen hin. So, ich bin ja ein Depp. Oh Mann. Schalte das depperte Ding wieder aus. Jetzt hat es da so eine dumme Schraube rein. Jetzt muss ich muttern. Ich krieg die Leute wieder raus, ey. Drecksverroste alte Muttern, ey. Alter! Echt? Warum? Das ist einfach keine Größe für mich, ohne Scheiß. So ein mini gefickter. So blöde Sau. So, jetzt aber. Vielleicht eine kleinere Bohrmaschine. Hätte da auch schon so einen kleinen Effekt, aber wenigstens noch ein bisschen Kreuz. Wow, das sieht man erst einmal, wie schlau ich die Teile vorher war. Alter. Echt jetzt? Willst du mich doch was scheißern da? Vielleicht soll ich einfach neue Schrauben holen. Vielleicht soll ich einfach, dass das Geschickteste. Und es geht einfach mal wieder. Wie das gehen kann. Dumme Sau. Das ganze Video ist verpiept schon wieder. Wie? Jetzt ist es gegangen, oder was? Also, ich mache jetzt dann später weiter. Jetzt keinen Bock mehr. Also, wenn euch die Videos taugen, dann wie immer abonniert den Kanal!
Ganz sicher, okay?